Mr. Brewster. Wollen Sie noch einmal die herrliche Abendluft genießen? Guten Abend, meine Liebe. Ja, Sie haben vollkommen recht. Die Luft in Ihrem bezauberten Örtchen ist wirklich ganz ausgezeichnet. Ich habe meinem ledierten Knie ein wenig Bewegung verordnet. Da kann ein kleiner Abendspaziergang am Hafen sicherlich nicht schaden. Da stimme ich Ihnen zu. Ein gemütlicher Bummel am Pier entlang ist schon was Feines. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und einen guten Abend, Mr. Brewster. Ihnen auch. Bis später. Bis später, Mr. Brewster. Ach, es war doch eine gute Idee, auf meinen Arzt zu hören und in Kur zu fahren. Endlich einmal Zeit, ein gutes Buch zu lesen. Und keine Mörder oder Verbrecher, die man hinter Schloss und Riegel bringen muss. Wirklich herrlich. Vielleicht sollte ich einmal darüber nachdenken, mich in ein ruhiges Nest irgendwo an der Küste versetzen zu lassen. So könnte man Angenehmes mit dem Nützlichen verbinden. Oh, da vorne führt ein Weg die Klippen hinauf. Wäre sicherlich ein grandioser Ausblick von da oben. Ach, was soll's. Wenn mein Knie nicht mehr mitspielt, drehe ich einfach um. Also, auf geht's. Der Aufstieg ist doch steiler, als ich gedacht hatte. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Eine kurze Verschnaufpause und weiter geht's. Das kann nicht dein Ernst sein. Nun beruhige dich doch. Mich beruhigen? Da scheint wohl jemand die gleiche Idee gehabt zu haben wie ich. Das war's? Jetzt ist es aber genug. Beherrsch dich. Klingt, als würde dort gestritten. Allem Anschein nach ein Pärchen. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Wenn ich nur wüsste, woher. Ich habe dir nie versprochen, dass es für ewig sein wird. Tatsächlich. Dort oben auf der Klippe stehen vor einem Auto ein Mann und eine Frau. Also gibt es doch noch einen anderen Weg hier hinauf. Meine besten Jahre habe ich an dich verschwendet. Und zum Dank werde ich nun weggeworfen wie ein Stück Abfall. Du Scheiße! Jetzt reicht es. Das lasse ich mir von dir nicht bieten. Wie wärst du denn heute ohne mich, hä? Nichts wärst du. Dankbar solltest du mir sein für all das, was ich für dich getan habe. Du meine Güte. Da geht es ja wirklich hoch her. Eigentlich geht mich das alles ja auch gar nichts an. Nur wenn ich jetzt umdrehe, dann hören sie mich bestimmt. Dankbar soll ich sein? Wofür denn? Das Geld und den Schmuck, den du mir geschenkt hast? Meinst du, ich weiß nicht, woher diese Geschenke stammen? Ich weiß genau, wie du dein Geld verdient hast, mein Lieber. Ist es an der Zeit, dass auch andere davon erfahren, wie der ach so saubere Herr seinen Lebensunterhalt finanziert? Jetzt wird es aber wirklich interessant. Denn wie es so ausschaut, scheint dein Interesse an mir ja erloschen zu sein. Ich wüsste also nicht, warum ich es für mich behalten sollte. Das wagst du nicht. Du, du. Oh, doch, und wie ich das kann. Du wirst diesen Tag noch bereuen, das verspreche ich dir. Ich lasse mich nicht wie ein Möbelstück behandeln, das man einfach austauschen kann, wenn es einem nicht mehr gefällt. Du Hexe. Ich hätte dir schon viel früher den Laufpass geben sollen. Ich kratze dir die Augen aus. Spoon, du gemeiner Bastard. Nimm deine Klauen von mir, du Fuhr. Du hast mich geschlagen! Oh, ich kann noch ganz andere Dinge mit dir anstellen, Darling. Wie wär's mit einem kühlen Bad im Meer? Was? Nein. Nein. Oh, bitte, Will, nicht. Nein. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Vor zur Hölle! Oh Gott. Kleine Schlampe. Er hat sie die Klippe hinuntergestoßen. Ich muss ihn aufhalten. Dieses verdammte Knie. Ich schaffe es nicht rechtzeitig. So ein Mist. Weg ist er. Und ich habe mir noch nicht einmal das Kennzeichen des Wagens aufgeschrieben. Ah, da sind Sie ja wieder. Haben Sie sich ordentlich den Wind um die Nase wehen lassen? Ich muss ein dringendes Telefonat führen.
Ich benötige eine Verbindung zur örtlichen Polizeistation. Ich muss schnellstmöglich einen der Beamten sprechen. Was ist geschehen? Sind Sie beraubt oder überfallen worden? Nichts dergleichen. Ich habe jetzt keine Zeit, Ihnen das zu erklären. Bitte kümmern Sie sich um meine Telefonverbindung. Ich erkläre Ihnen alles später. Gut, natürlich, Mr. Brewster. Ich lege Ihnen Ihr Telefonat dort drüben in die Kabine. Danke. Ah, Mr. Brewster, das hätte ich beinahe vergessen. Ich habe bereits einen Anruf für Sie in die Kabine gelegt. Ein Anruf für mich? Wer könnte das denn sein, um diese Uhrzeit? Stellen Sie bitte durch. Vielen Dank. Ja, hallo? Ihre Verbindung, Sir. Danke. Rutherford am Apparat. Inspektor, wie geht es Ihnen? Miss Rutherford, Sie? Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe im Moment leider keine Zeit, mich mit Ihnen zu unterhalten. Inspektor, ich dachte, Sie wären zur Kur. Sie klingen allerdings ganz so, als seien Sie im Dienst. Ich bin ja auch in Kur, aber ich muss Sie nun bitten, die Leitung freizumachen. Ich muss unverzüglich mit einem örtlichen Kollegen sprechen. So? Das klingt ganz danach, als seien Sie über ein Verbrechen gestolpert. Darf ich fragen, was geschehen ist? Nein, Sie dürfen nicht. Ich habe keine Zeit, Sie über die Vorkommnisse zu informieren. Schließlich ist hier ein Mord geschehen und der Täter ist noch auf freien Fuß. Ein Mord in Ihrem Kurort? Das sind wirklich beunruhigende Neuigkeiten. Kann ich Ihnen in irgendeiner Form behilflich sein? Ja, das können Sie allerdings. Oh, das freut mich zu hören. Wie kann ich mich für Sie nützlich machen? Nützlich ist genau das Wort, nach dem ich suche. Sie können sich nützlich machen, indem Sie endlich die Leitung freigeben und aufhören, wichtige Polizeiarbeit zu behindern. Ich fand Ihre Art von Humor schon immer ausgesprochen unterhaltsam. Aber gut, wie Sie wollen. Ich werde nun auflegen. Das ist ausgesprochen zuvorkommend von Ihnen, Miss Rutherford. Aber nur zu gern. Ich helfe doch, wo ich kann. Gute Nacht, Herr Inspektor. Gute Nacht. Das klingt alles gar nicht gut. Noch ist der Inspektor nicht wieder der Alte. Da kann ein wenig Hilfe von meiner Seite sicher nicht schaden. So, und nun muss ich schnell einen Blick ins Zugverzeichnis werfen. Wann morgen früh der erste Zug Richtung Küste geht. Schließlich gilt es, einen Mord aufzuklären. Hallo? Sie können mich nun mit der örtlichen Polizeidienststelle verbinden. Kommt sofort, Sir. Danke. Hallo? Ja, hier spricht Brewster. Guten Tag, die Dame. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. In Ihrem Haus sollte ein Zimmer für mich reserviert worden sein. Auf welchen Namen ist das Zimmer reserviert worden? Auf den Namen Rutherford. Dann wollen wir mal sehen. Rutherford. Ah, da haben wir es ja. Ein Zimmer im ersten Stock mit Meerblick. So, hier haben wir auch Ihren Schlüssel. Sie haben Zimmer 117. Ganz ausgezeichnet. Und sagten Sie soeben, ich habe ein Zimmer mit Meerblick? Ganz recht. Mit Meerblick? Das ist ja ganz ausgezeichnet. Ihr Gepäck können Sie hier am Empfang deponieren. Ich lasse es auf Ihr Zimmer bringen. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Oh ja, das können Sie tatsächlich. Ich bin hier mit einem weiteren Gast aus Ihrem Haus verabredet. Sein Name lautet Brewster. Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Oh ja, gewiss. Mr. Brewster hält sich augenblicklich in der Pianobar unseres Hauses auf. Dort vorn durch die Tür. Haben Sie vielen Dank. Gern geschehen. Sie? Miss Rutherford, was haben Sie hier zu suchen? Ich sagte doch... Hallo, Herr Inspektor. Ich freue mich auch, Sie zu sehen. Was in drei Gottes Namen tun Sie hier? Wenn der gute Herr Inspektor meint, dass er mich so schnell los wird, dann ist er leider schief gewickelt. Den Inspektor lassen wir hier im Hotel lieber mal unter den Tisch fallen. Gern, wie Sie wollen.
Ich bin hier, um Sie bei Ihrer Arbeit ein wenig zu unterstützen. Wollen Sie mir nicht in aller Ruhe erzählen, was vorgefallen ist? Es würde wahrscheinlich eh nichts bringen, wenn ich Sie auffordern würde, wieder nach Hause zu fahren. Ich trinke gerade Tee. Darf ich Ihnen was anbieten? Nein, vielen Dank. Ich hatte bereits die Gelegenheit, auf der Bahnfahrt hierher einen Tee zu mir zu nehmen. Ausgesprochen malerisch ist Ihr Kurort ausgefallen. Hier kann man sich sicherlich prima erholen. Ja, das kann man wohl sagen. Aber leider ist es hier nicht so idyllisch, wie es den Anschein hat, wenn man einmal hinter die Fassade schaut. Oh, Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Sie haben sich vorgestern sehr geheimnisvoll gegeben. Was ist denn nun eigentlich genau geschehen? Und was haben die Ermittlungen der örtlichen Polizei ergeben? Oh, eins nach dem anderen. Seitdem wir miteinander gesprochen haben, ist die Angelegenheit viel mysteriöser geworden. Nun erzählen Sie endlich, was haben Sie beobachtet? Also, ich habe wie jeden Abend, seitdem ich hier in Kur bin, meinen Abendspaziergang am Hafen entlang unternommen. Dabei fiel mir ein Pfad die Klippen hinauf ins Auge. Da mir der Sinn nach ein wenig Abwechslung stand, entschloss ich mich, diesen Weg einzuschlagen. Kurz unterhalb der Klippen wurde ich dann unfreiwillig Zeuge eines Streits, vermutlich eines Ehepaares, der mehr und mehr eskalierte und schließlich damit endete, dass der Mann die Frau hinab ins Meer stürzte. Bis hierher hat die Geschichte noch nichts Mysteriöses an sich. Ich gebe Ihnen recht. Natürlich liegt hier eindeutig ein Verbrechen vor. Aber ich erkenne noch nicht, was diesen Fall so seltsam erscheinen lässt. Dazu komme ich gleich. Zunächst verwunderte mich allerdings der Umstand, dass mir die Stimme des Mannes bekannt vorkam. Nun, es kann ja durchaus sein, dass Ihnen der Mann hier im Ort bereits begegnet ist. Vielleicht arbeitet er ja sogar hier im Hotel. Nein, ich kenne die Stimme von früher. Allerdings weiß ich nicht, wo ich die Stimme bereits gehört habe. Zumal ich niemanden mit dem Spitznamen Spoon kenne. Sie haben gehört, wie das Opfer diesen Namen benutzte. Ein merkwürdiger Spitzname. Wie kommt man darauf, jemanden Löffel zu nennen? Ich weiß es leider auch nicht, Miss Rutherford. Sicher ist nur, dass ich den Namen noch nie zuvor gehört habe. Gut. Was können Sie sonst noch über den Mörder sagen? Ist Ihnen etwas aufgefallen? Leider nein. Es war bereits zu dunkel. Ich kann nur mit Gewissheit sagen, dass er mit dem Wagen davongefahren ist. Allerdings konnte ich das Kennzeichen nicht erkennen. Zu ärgerlich. Aber noch immer verstehe ich nicht, was an diesem Fall für Sie so außergewöhnlich zu sein scheint. Das ergab sich am folgenden Morgen, als ich mit der örtlichen Polizei den Tatort aufsuchte. Und das war so. So, Herr Inspektor, dann zeigen Sie uns doch mal, wo sich das alles abgespielt haben soll, was Sie mir da am Telefon erzählt haben. Es war dort drüben, wo der verkrüppelte Baum steht und es senkrecht zum Meer abfällt. Unschwer zu übersehen. Nichts für ungut. Aber Sie müssen schon zugeben, dass Ihre Geschichte ein wenig fantastisch klingt. Ich wüsste nicht, was daran fantastisch klingen sollte, wenn ich Ihnen einen Mord melde. Naja, ganz einfach, weil in dieser meiner Gemeinde solche Verbrechen einfach nicht geschehen. Das soll wohl ein Witz sein. Morde passieren überall. Ja, und wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, bin ich ein Kollege von Ihnen. Ich werde also sicherlich nicht leichtfertig die Polizei alarmieren, wenn ich es nicht für wichtig hielte. Sehen Sie, Mr. Brewster, der Umstand, dass Sie ein Kollege von mir sind, ist der einzige Grund, warum wir überhaupt hier oben stehen. Denn bisher gibt es niemanden, der ermordet wurde. Oder zumindest keine Leiche. Aber das heißt doch noch nicht, dass... Außerdem wurde in den letzten Stunden niemand als vermisst gemeldet. Noch gibt es außer Ihnen irgendwelche Zeugen für die Tat. Wie darf ich das bitte verstehen? Meinen Sie, ich habe mir die ganze Geschichte nur ausgedacht? Nun ja, wissen Sie, Sie sind hier zur Kur und... Nun hören Sie mir mal gut zu, Sergeant. Ich bin hier, weil ich mein Knie kuriere und nicht, weil ich auf den Kopf gefallen bin. Und nun sehen Sie zu, dass Sie Ihre Arbeit machen, für die Sie der Steuerzahler schließlich bezahlt. Natürlich. Kein Grund, laut zu werden. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass Sie hier außerhalb Ihres Dienstbereiches sind und keine Befugnisse haben, mir Befehle zu erteilen. Dies hier geschieht alles aus reiner Kollegialität. Dann wollen wir mal sehen, ob wir was von Interesse entdecken können.
Also ich kann hier oben beim besten Willen nichts Ungewöhnliches erkennen. Dort drüben sind Reifenspuren zu erkennen. Und? Was heißt das schon? Hier oben stehen des Öfteren Fahrzeuge. Touristen, die die Aussicht genießen und das ein oder andere Liebespaar, das ungestört sein möchte. Alles nichts, was man mit einem vermeintlichen Mord in Verbindung bringen würde. Haben Sie vielleicht nicht noch andere Beweise, die Ihre Geschichte untermauern würden? Nein, das war leider alles, was ich Ihnen berichten kann. Haben Sie bereits das Meer unterhalb der Klippe abgesucht? Das haben wir. Auch hier kein Hinweis auf eine Leiche. Also, wenn Sie nichts mehr auf der Pfanne haben sollten, werde ich mit meinen Männern aufs Revier zurückkehren. Doch, jetzt muss ich fragen, eine Sache gibt es da noch. Ich habe gehört, wie die junge Frau den Mann mit einem Namen angesprochen hat. Vermutlich ein Spitzname. Klang sehr ungewöhnlich, der Name. Na, lassen Sie schon hören. Sie sprach den Mann mit dem Namen Spoon an. Ja, genau, Spoon, das war der Name. Spoon, sagten Sie? Ja, ich sagte Spoon. Was bitteschön ist daran so erheiternd? Nichts, es ist nur... Es gibt in diesem Ort nur einen Menschen, der auf den Spitznamen Spoon hört. Oh, und der wäre? Das will ich Ihnen gerne sagen. Mein Bruder Will. Habe ich Sie gerade richtig verstanden? Der Mann, der den Spitznamen Spoon trägt, ist der Bruder des örtlichen Polizeibeamten? Wenn es das nur allein wäre. Will Corbin, der Bruder des Sergeant, ist ebenfalls bei der Polizei beschäftigt. Die Geschichte wird wirklich immer verworrener. Wie hat dieser Frank Corbin denn auf Ihre Mitteilung reagiert? Er war überhaupt nicht darüber erfreut, dass ich seinen Bruder ins Gerede bringen würde. Er war auch nicht mehr gewillt, mir nur in irgendeiner Art und Weise weiter entgegenzukommen. Er bezeichnete mich als Nestbeschmutzer. Ich würde ehrliche, hart arbeitende Polizeibeamte verdächtigen und in Verruf bringen. Er hat sämtliche Ermittlungen einfach eingestellt? Genau so ist es. Ich konnte ja nichts beweisen. Keine Leiche, keine Spuren, nichts. Einfach gar nichts. Was hätte ich also schon groß tun sollen? Ich gebe Ihnen recht. Wahrhaftig keine einfache Situation. Zumal, wenn es sich bestätigen sollte, dass der Täter in den Reihen der Polizei zu suchen ist. Wir werden wirklich auf uns gestellt sein, so wie es den Anschein hat. Das schreckt mich nicht. Ich weiß, was ich gesehen habe. Werden Sie mich bei meinen Ermittlungen unterstützen? Sie haben meine vollste Unterstützung. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden. Haben Sie schon eine Idee, wo wir mit unseren Nachforschungen beginnen sollen? Oh ja, das habe ich in der Tat. Warum beginnen wir nicht damit, dass wir für den Anfang den direkten Weg wählen und diesem Mr. Corbin einen Besuch abstatten? Eine ganz ausgezeichnete Idee, so machen wir es. Zum Glück sind wir auch hier mobil, da ich mit meinem Wagen angereist bin. Wir können uns also unverzüglich auf den Weg machen. Ich telefoniere nur kurz mit meiner Dienststelle, um die Adresse in Erfahrung zu bringen. Und dann kann es auch schon losgehen. Dann verlieren wir keine weitere Zeit. Ich wage es kaum, aus dem Fenster zu schauen. Wie steil es hier hinabgeht. Ich finde diese Serpentinen beängstigend eng. Eine Sekunde nicht aufgepasst und schon befindet man sich auf dem Weg hinab in die kalten Fluten. Na, da können Sie ja von Glück sagen, dass Sie so einen erfahrenen Fahrer am Steuer sitzen haben, der diese Straßen im Handumdrehen meistert. Ja, ganz recht. Ein Fahrer, der seine Profession als Polizist nicht selten mit der eines Rennfahrers verwechselt. Und bei mir nur allzu oft für Herzrasen und Schweißausbrüche gesorgt hat. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Bei Ihnen fühle ich mich sicher, wie in Abrahams Schoß. Ein verstecktes Kompliment aus Ihrem Mund. Das kann ja nur ein guter Tag werden. Nun werden Sie mal nicht übermütig, Herr Inspektor. Sehen Sie, Miss Rutherford, wir haben unser Ziel erreicht. Eines der drei Häuser dort, direkt am Hang, gehört Will Corbin. Ich wusste gar nicht, dass Polizeiarbeit so erträglich sein kann. Das Haus von Mr. Corbin hat wirklich eine ausgezeichnete Lage und scheint nicht gerade zu den erschwinglichsten zu zählen. Fallen die Gehälter der britischen Polizeibeamten doch etwas profitabler aus, als man es der Allgemeinheit glauben machen möchte. Ich verstehe nicht ganz. Schon gut. Ich habe lediglich einen Scherz gemacht. Ja, schön. Also, so. Ich werde den Wagen hier abstellen. Weiter kommt man von hier aus nur zu Fuß. Gut.
Gut, dass es nur wenige Meter sind. Es geht ganz schön steil hinauf. Der Wind bläst einem hier oben ganz ordentlich um die Nase. Wie genau wollen wir nun eigentlich vorgehen? Ich denke, als erstes werden wir Mr. Corbin mit der Frage konfrontieren, wo sich seine Frau aufhält. Diese Frage dürfte schon gleich zu Beginn für einige Verwirrung sorgen. Und dann werden wir schon sehen, wie es weitergeht. Dann wollen wir hoffen, dass Mr. Corbin auch zu Hause ist. Schließlich arbeitet er ja als Polizist. Ein Versuch ist es allemal wert. Still nun. Wir sind am Haus. Ich öffne das Gartentor. Ich glaube, das Klingeln können Sie sich sparen. Bei dem Gequietsche haben Sie uns auf jeden Fall bereits angekündigt. Oh, schaden kann es trotzdem nicht. Ja, bitte? Guten Morgen. Ich würde gern zu Mr. Corbin. Wer sind Sie überhaupt? Ich kenne Sie nicht. Ich bin Inspektor Brewster und das ist Miss Rutherford. Guten Tag. Was wollen Sie denn von Will? Sind wohl Kollegen, was? Wir würden uns gern mit ihm unterhalten. Da sind Sie hier aber an der falschen Adresse. Hier kommt er nur vorbei, wenn er schlechte Laune hat oder seinen Rausch ausschlafen muss. Gewöhnlich finden Sie ihn in seinem heißgeliebten Polizeirevier. Und wer sind Sie, wenn die Frage gestattet ist? Gestattet? Natürlich ist es gestattet. Ich bin die Ehefrau dieses überall geliebten Dorfbullen. Er ist so beliebt, dass er nur keine Zeit mehr für mich hat. Das ist bedauerlich. Ach, hören Sie doch auf. Interessiert doch eh niemanden. Ich bin nur die Frau, die stets an seiner Seite steht, wenn er mich braucht. Nur umgekehrt sieht's finster aus. Und was wollen Sie nun? War Ihr Mann zufällig vorgestern Abend zu Hause, hier bei Ihnen? Mal überlegen. Nein, nicht, dass ich wüsste. Ist er an besagtem Abend überhaupt nach Hause gekommen? Wenn es so gewesen sein sollte, habe ich da bereits geschlafen. Tut mir leid. Eine Frage habe ich noch. War Ihr Mann den Abend mit seinem Wagen unterwegs? Ja, natürlich. Ohne seinen Wagen würde mein Mann nicht einmal daran denken, das Haus zu verlassen. So. Jetzt ist es aber genug. Sie haben mich lang genug aufgehalten. Ich denke, wir haben im Moment keine weiteren Fragen an Sie. Wir werden Ihren Mann auf dem Revier aufsuchen. Ja, ja, tun Sie das. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Auf Wiedersehen. Also sowas Unhöfliches. Na, der Besuch war ja wohl ein Schlag ins Wasser. Die war ja voll wie eine Haubitze. Das war ja kaum zu übersehen. Trotzdem tut mir die arme Frau leid. Auf mich machte sie den Eindruck, ein sehr einsamer Mensch zu sein, der, um seinen Kummer zu überwinden, zur Flasche greift. Das mag ja alles sein, aber letztlich hat uns dieses Gespräch keinen Meter weitergebracht. Da muss ich Ihnen leider entschieden widersprechen. Diese Unterhaltung hat uns sehr wohl neue Erkenntnisse geliefert. So? Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass die ermordete Frau nicht die Ehefrau von Mr. Corbin gewesen ist. Außerdem haben wir erfahren, dass Mr. Corbin zur Tatzeit nicht zu Hause war und mit seinem Wagen unterwegs gewesen ist. Ich denke, das sind schon einige Informationen, die wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollten. Zugegeben, diese Dinge waren uns zuvor nicht bekannt. Vielleicht habe ich mir von dem Besuch einfach zu viel erhofft. Fahren wir erst einmal zurück ins Hotel und überlegen uns unsere weiteren Schritte. Eine gute Idee. Dann wollen wir diesen reizenden Ort mal hinter uns lassen. Haben Sie bereits eine Idee, wo wir jetzt weiter ansetzen werden? Um ehrlich zu sein, noch nicht. Aber bei einer guten Tasse Tee wird uns sicherlich schon was Passendes einfallen. Zweifellos. Meinen Sie nicht, dass Sie ein wenig schnell in die Kurven gehen, Inspektor? Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich bin wirklich ein wenig schnell unterwegs. Ich werde etwas langsamer fahren. Da wäre mir wirklich wohler. Hallo? Was ist denn das? Ich betätige das Bremspedal, aber nichts tut sich. Was soll das heißen? Na, ganz einfach, dass ich, solange ich möchte, auf das Pedal treten kann, aber nichts passiert. Sehen Sie, ich habe es bis zum Bodenblech durchgetreten. Was sagen Sie da? Wir können nicht bremsen. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Kann es sein, dass wir immer schneller werden? Ich fürchte ja.
Da wir die Serpentinen herunterfahren, erhöht sich das Tempo ganz automatisch. Wir müssen jetzt die Ruhe bewahren. Nun können Sie unter Beweis stellen, was für ein guter Fahrer Sie wirklich sind. Ich glaube nicht, dass das der richtige Zeitpunkt ist, um zu scherzen. Ach, mir ist keineswegs zum Scherzen zumute. Das war mein voller Ernst. Wir müssen ganz schnell einen Ausweg finden. Oder wir schießen mit dem Wagen durch die Abgrenzung hinab ins Meer. Ich werde alles Mögliche versuchen, dass dies nicht geschieht. Noch 2 oder 3 Kurven, dann kommt auf der rechten Fahrbahnseite eine Haltebucht. Sie ist in den Felsen hineingetrieben. Das ist unsere Chance. Ich werde versuchen, den Wagen dort zum Stehen zu bekommen. Wie? Fragen Sie besser nicht. Und nun, halten Sie Gott verdammt noch mal Ihren Schnabel. Sonst ist es nämlich um uns geschehen. Halten Sie sich auf jeden Fall gut fest. Was haben Sie eigentlich vor? Festhalten! Ah! Oh mein Gott. Ah! Lieber Gott, zum Glück der Wagen steht und wir leben noch. Ist Ihnen was passiert? Nein, ich glaube nicht. Sind Sie verletzt? Nein. Alles in Ordnung. Gut. Mir zittern nur die Hände. Ja. Zum Glück hat Ihr Plan funktioniert. Mhm. Zwar ist der Wagen allem Anschein nach nur noch Schrott, aber wir sind beide unverletzt und mit dem Schrecken davongekommen. Ja. Wie haben Sie das nur geschafft? Glück. Pures Glück, mehr nicht. Wir hätten genauso gut tot sein können. Wenige Meter weiter und wir wären ins Meer gestürzt. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass man versucht hat, uns umzubringen. Was auch beinahe geklappt hätte. Ja, das lässt eigentlich nur einen Schluss zu. Wir scheinen mit unseren Ermittlungen jemanden mächtig auf die Zehenspitzen gestiegen zu sein. Dann sollten wir nun auf keinen Fall in unseren Bemühungen nachlassen und unsere Nachforschung fortsetzen. Da sind wir ja beide einer Meinung. Ich werde dafür sorgen, dass wir denjenigen, der hierfür verantwortlich ist, hinter Schloss und Riegel bringen. Ach, mein Knie. Ich werde mich nun um einen Abschleppwagen und einen Transfer in den Ort kümmern. Da sind Sie ja. Ich war so frei und habe uns beiden bereits eine Tasse Tee eingegossen. Vielen Dank. Wie haben Sie geschlafen nach all der Aufregung des gestrigen Tages? Trotz des Versuches, mich zu ermorden, erstaunlich gut. Immerhin ein kleiner Lichtblick. Wenn ich zwischen Ihren Worten lese, scheint die Untersuchung Ihres Wagens keine neuen Erkenntnisse gebracht zu haben. Ja, das kann ich erst heute Abend mit Gewissheit sagen. Da der Wagen einen Totalschaden hat, ist nicht ganz klar zu erkennen, ob an dem Fahrzeug manipuliert wurde. Ärgerlich, aber leider nicht zu ändern. Ich muss gestehen, ich weiß im Augenblick nicht, wo wir als nächstes ansetzen sollen. Nicht? Mm-mm. Oh, wie gut, dass ich hierher geeilt bin, um Sie zu unterstützen. Ich habe nämlich sehr wohl eine Idee, wo und wie wir unsere Ermittlungen fortsetzen können. So? Und Sie haben diese Information auch bereits erhalten. Aha. Wann und von wem denn? Na, von der Ehefrau unseres Verdächtigen, diese Mrs. Corbin. Inwiefern? Wir haben doch erfahren, dass der Tote nicht Mrs. Corbin ist. Was wiederum 2 Möglichkeiten eröffnet. Erstens, sie ist eine der Einheimischen aus dem Ort. Oder aber, sie ist unter den Kurgästen zu suchen. Sie meinen, wir sollten uns bei den Hotels im Ort erkundigen, ob jemand seit mehreren Tagen sein Zimmer nicht mehr aufgesucht hat? Wie ich sehe, können Sie meinen Gedankengängen durchaus folgen. Ich halte Ihre Idee für ausgezeichnet. Die Tote könnte sich tatsächlich als Kurgast einquartiert haben. In solch einem Ort wie diesen würde eine alleinreisende Frau nicht weiter auffallen. Sie sagen es. Also, worauf warten wir noch? Verlieren wir keine weitere Zeit. Ganz meine Meinung. Telefon für Mr. Brewster an der Rezeption. Hier, ich bin schon auf dem Weg. Bin gespannt, wer das sein könnte. Na los, gehen Sie schon. Auch ich möchte wissen, wer Sie da sprechen möchte. Ich beeile mich. Ich warte hier auf Sie. Ah, da sind Sie ja schon wieder. Ja, allerdings. Wer war denn nun am Apparat? Der überaus freundliche Polizeisergeant dieses idyllischen Ortes.
Er hat es immerhin, wenn auch widerwillig, geschafft, mich darüber in Kenntnis zu setzen, dass man eine Frauenleiche aus dem Meer gefischt hat. Dann ist es ihm auch nicht länger möglich, Ihre Beobachtung zu leugnen. Oh, das sagte ich ihm auch. Er ist allerdings ganz anderer Meinung. Die Frau könnte auch bei einem Unfall ins Meer gestürzt und ertrunken sein. Bisher war es auch noch nicht möglich, die Identität der Toten zu klären. Die Verletzungen seien zu schwerwiegend, um sie ohne zahnmedizinische Unterlagen zu identifizieren. Auf die Unterstützung der lokalen Behörden können wir nicht zählen. Machen wir uns an die Arbeit und klappern die Hotels im Ort ab. In Ordnung. Hoffentlich haben wir hier mehr Glück. Dies ist bereits das fünfte Hotel, das wir aufsuchen. Es wäre ja auch mit dem Teufel zugegangen, wenn wir direkt bei der ersten Adresse Erfolg gehabt hätten. Gut, solange nicht erst das letzte Hotel auf unserer Liste den gewünschten Erfolg bringt, will ich mich nicht beschweren. In wenigen Minuten wissen wir mehr. Sehen Sie, Herr Inspektor, dieses Etablissement liegt von der Ausstattung einige Stufen über unserer bescheidenen Herberge. Vergessen Sie nicht, warum wir hier sind. Warten Sie auf mich und bewundern Sie meinetwegen ein wenig die Einrichtung, während ich mit der Dame am Empfang spreche. Gehen Sie nur. Ich werde Ihnen sicherlich nicht weglaufen. Gut, ich bin sofort zurück. So verbringt man also seinen Urlaub, wenn Geld nicht wirklich eine Rolle spielt. Ah, der Inspektor kommt schon wieder zurück. Das ging ja tatsächlich mehr als schnell. Und was hat Ihr Gespräch ergeben? Ich würde sagen, wir haben das richtige Hotel gefunden. Seit nun genau 5 Tagen hat eine gewisse Grace Porter nicht mehr ihren Schlüssel an der Rezeption abgeholt. Das Zimmer ist noch weitere 2 Wochen für Mrs. Porter gebucht. Das klingt in der Tat vielversprechend. Sie könnte die von uns gesuchte Frau sein. Ich habe der netten Dame am Empfang meinen Ausweis unter die Nase gehalten. Sie hat zum Glück nicht allzu genau hingeschaut und mir den Ersatzschlüssel ausgehändigt. Wir können uns also in aller Ruhe auf dem Zimmer umsehen. Na dann nichts wie los, bevor noch dieser Corbin hier auftaucht. Sie meinen... Was? Dass er bereits weiß, wer die Tote ist. Und wo er nach ihren Habseligkeiten zu suchen hat. Aber natürlich... Es stellt sich nur noch die Frage, wann er hier auftaucht. Dort, wir nehmen den Lift. Wir müssen hinauf in den 5. Stock. Mal sehen. Ach, da haben wir ja auch schon die richtige Taste. Ich hoffe, wir durchwühlen das richtige Zimmer. Das werden wir schon sehr bald wissen. So, da wären wir. Welchen Korridor nehmen wir? Den rechten oder den linken? Wir suchen Zimmer 539. Die Zimmer mit den Nummern unter 550 liegen auf dem rechten Gang, also dort entlang. Dies hier ist 520, also noch weiter den Gang hinunter. Das hier müsste es sein. Ich glaube, uns ist jemand zuvor gekommen. Irgendwer durchsucht das Zimmer. Schnell zurück. Da vorne in den Putzraum. Ich höre Schritte. Das ist aber verdammt eng in dieser Kammer. Ruhe jetzt. Ich glaube, es tut sich was. Puh, das war knapp. Haben Sie erkannt, wer das gewesen ist? In der Tat, das habe ich. Es war Polizeisergeant Frank Corbin. Kommen Sie. Ich bleibe keine Minute länger in dieser winzigen Kammer, in der es zu allem Überfluss auch noch nach Mottenkugeln riecht. Ist ja schon gut. Ich möchte auch einen Blick in das Zimmer werfen. Wir wissen nun auf jeden Fall, dass Mrs. Porter die Frau ist, die über die Klippen geworfen wurde. Ich stimme Ihnen zu. Dann wollen wir mal sehen. Die Tür wurde aufgebrochen. Wir hätten uns also noch nicht einmal den Schlüssel besorgen müssen. Um Himmels Willen. Hier ist ja wirklich nichts heil geblieben. Da hat dieser Korben aber ganze Arbeit geleistet. Er hat sogar die Polster der Sofagarnitur aufgeschlitzt. Was hat er hier nur gesucht? Es wird immer offensichtlicher, dass hier nicht nur überschäumende Gefühle als Motiv herhalten mussten, sondern noch andere Gründe eine Rolle spielen. Ansonsten würde der Bruder des Verdächtigen nicht so plump vorgehen und das Hotelzimmer der Toten verwüsten. Ja, das hat etwas für sich, zumal diese Grace erwähnte, dass sie diesen Spoon ruinieren würde. Passt hervorragend ins Bild, würde ich sagen. Aber was hat er hier nur gesucht? Ich vermute Beweise, die seinen Bruder erpressbar machen.
Womit, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Es kann jedenfalls nicht schaden, wenn wir den Raum ebenfalls noch einmal auf den Kopf stellen. Gut, sehen wir, ob uns etwas von Interesse in die Hände fällt. Wirklich keine leichte Aufgabe. Kaum etwas ist heil geblieben. Ja, jedes Möbelstück ist zertrümmert. Was haben wir denn hier? Haben Sie etwas entdeckt? Das ist doch nur ein Block und zu allem Überfluss steht noch nicht einmal etwas darauf. Sie haben wieder einmal nur einen Blick für das Offensichtliche. Der Block scheint auf den ersten Blick tatsächlich leer zu sein. Auffällig ist allerdings, dass jemand das oberste Blatt herausgetrennt hat. Das macht es doch nicht besser. Wenn wirklich etwas von Belang drauf stand, hat es Corbin mitgenommen. Was uns nun nicht wirklich nach vorne bringt. Ich bin immer wieder überrascht, wie viel Ihren Augen entgeht. Haben Sie vielleicht einen Bleistift zur Hand? Einen Bleistift? Wozu brauchen Sie den denn? Moment. Aber gut, hier ist einer. Danke. Dann wollen wir mal. Jemand hat etwas mit großem Druck auf dem Block notiert, sodass sich die Worte auf die folgenden Seiten durchgedrückt haben. Sehen Sie? Tatsächlich. Da steht etwas. Eine Telefonnummer. Hat ganz den Anschein. Mal sehen, ob der Block noch weitere Geheimnisse enthält. Hier, auf einer der hinteren Seiten, ist ganz dünn mit Bleistift eine zweite Nummer notiert. Damit lässt sich sicher etwas anfangen. Das sehe ich genauso wie Sie. Kommen Sie, sehen wir zu, dass wir hinunter in die Eingangshalle kommen. Dort habe ich auch eine Telefonkabine gesehen. Ich bin so gespannt, wer sich unter diesen Telefonnummern meldet. Gut, telefonieren wir ein wenig. So, da wären wir. Bevor Sie die erste Nummer wählen, sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass diese auch Frank Corbin in seinem Besitz hat. Schließlich hat er mit großer Wahrscheinlichkeit das Blatt aus dem Block getrennt. Gut. Corbin? Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Ach, verdammt! Und? Wer war denn nun am Apparat? Es besteht nun kein Zweifel mehr. Die Vermisste, deren Hotelzimmer wir soeben durchsucht haben, kannte definitiv Will Corbin. Das bedeutet zweierlei. Erstens, es wird immer wahrscheinlicher, dass Grace Porter die Frau ist, die von Will Corbin ins Meer geworfen wurde. Und zweitens hat es ganz den Anschein, als sorge sein Bruder dafür, dass sämtliche Hinweise, die auf seinen Bruder hindeuten, verschwinden. Frank Corbin sorgt systematisch dafür, dass ein Mord, der von seinem Bruder begangen wurde, vertuscht wird. Es dürfte schwierig werden, die beiden zu überführen. Nun ja, auf jeden Fall verfügen wir über einen Vorteil gegenüber unseren Widersachern. Wir haben die zweite Telefonnummer entdeckt. Diese ist Frank und Will Corbin bisher unbekannt. Na, dann wollen wir mal hören, wen wir unter dieser Nummer erreichen. Seaside Immobilien, Moore am Apparat. Was können wir für Sie tun? Hier spricht Inspektor Brewster. Polizei? Ganz recht. Mr. Moore, sagt Ihnen der Name Grace Porter etwas? Natürlich kenne ich Mrs. Porter. Sie ist eine Kundin unseres Hauses. Mr. Moore, wo finde ich Ihr Büro? Ich würde mich gerne mit Ihnen persönlich unterhalten, wenn möglich. Das sollte kein Problem darstellen. Sie finden unser Büro in Bridgewater. Ich werde Sie noch heute Nachmittag aufsuchen. Gern. Bis heute Nachmittag. Bis dann. Auf Wiederhören. Kommen Sie, Miss Rutherford. Wir müssen einen Zug erwischen. Ich verstehe nicht. Wer war denn nun in der Leitung? Keine Zeit. Ich erzähle Ihnen alles während der Zugfahrt. Hoffentlich lohnt sich der ganze Aufwand, hierher zu fahren. Wenn Mrs. Porter Kunde eines Immobilienmaklers gewesen ist, bin ich sehr darauf gespannt, mit was Mr. Moore von ihr beauftragt wurde. In wenigen Augenblicken wissen wir sicherlich mehr. Hier ist die angegebene Adresse. Dann nichts wie hereinspaziert. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Möchten Sie vielleicht einen Alterssitz am Meer erwerben? Ein Feriendomizil inmitten herrlicher Heidelandschaft? Nichts oder? Von allem.
Sind Sie Mr. Moore? Der bin ich. Mein Name ist Brewster. Wir haben heute bereits miteinander telefoniert. Dies ist Miss Rutherford. Guten Tag, Mr. Moore. Richtig, der Mann von der Polizei. Ich erinnere mich, Sie haben Fragen zu einer unserer Kundinnen, Mrs. Porter. Ganz genau. Ich war am heutigen Morgen mehr als verwundert, als Sie sagten, Sie seien von der Polizei und interessieren sich für die Geschäftsvorgänge von Mrs. Porter. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, doch bevor ich Ihnen Auskünfte über eine unserer Klientinnen erteile, möchte ich einen kurzen Blick auf Ihren Dienstausweis werfen. Sicher, das ist schließlich Ihr gutes Recht. Hier, bitte. Ja, vielen Dank. Gut, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Sie sprechen die ganze Zeit von Mrs. Porter. Dem entnehme ich, sie ist verheiratet. Wahr trifft es besser. Mrs. Porter ist verwitwet. Ihr Mann kam vor einigen Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Bedauerlich. Können Sie uns noch mehr über Mrs. Porter erzählen? Soweit mir bekannt ist, war Mrs. Porter Ende der 40er Jahre eine gefragte Schauspielerin in Hollywood. Ihre Filme haben sie reich gemacht. Anfang der 50er kehrte sie dann nach England heim und zog sich aus dem Showgeschäft zurück. Ich gebe Ihnen ja gerne Auskunft, aber was hat sich Mrs. Porter denn eigentlich zu Schulden kommen lassen, dass sich die Polizei für sie interessiert? Gegen Mrs. Porter liegt nichts vor. Allerdings ist sie das Opfer in einer Mordermittlung. Mord? Sagten Sie Mord? Wie grauenvoll. Mrs. Porter war eine so reizende junge Frau. Umso wichtiger ist es, dass Sie uns helfen, Mr. Moore. Der Mörder ist noch immer auf freiem Fuß. Jedes noch so kleine Detail kann dazu beitragen, den Täter dingfest zu machen. Gut. Ich werde alles tun, was in meiner Macht liegt. Es wäre von großer Bedeutung zu erfahren, womit Mrs. Porter ihr Unternehmen beauftragt hat. Vielleicht liefert uns bereits diese Information einen Hinweis, wer Mrs. Porter ermordet hat. Oh, dafür brauche ich nicht einmal in meine Unterlagen zu sehen. Eine Immobilie wie diese bleibt einem im Gedächtnis. Also haben Sie nach einer Wohnung oder einem Haus für Mrs. Porter gesucht? Hier in der Umgebung? Oh, verzeihen Sie, ich sollte wohl besser am Anfang beginnen. Das wäre sicherlich hilfreich. Also, vor gut einem Jahr wandte sich Mrs. Porter an mich. Sie erzählte mir, dass sie London überdrüssig geworden sei und sich nun hierher an die Küste zurückziehen wolle. Die Suche nach einer geeigneten Unterkunft habe keinerlei Eile, solle aber genau ihren Wünschen entsprechen. Sie war auf der Suche nach einem Haus, nehme ich an. Richtig. Mehr noch, ich fand ein Cottage mit dazugehörigem Anwesen und direktem Blick aufs Meer für Mrs. Porter. Highwater Cove, um genau zu sein. Wann haben Sie Mrs. Porter dieses Cottage verkauft? Das ist noch gar nicht so lange her. Es dürften höchstens 14 Tage gewesen sein. Das passt hervorragend ins Bild, würde ich sagen. Nicht nur, dass Mr. Corbin nicht länger an einer Affäre mit Mrs. Porter interessiert war. Nein, hinzu kommt noch eine teure Immobilie, die von einem Moment zum anderen jeglichen Reiz verliert. Das muss wirklich ein enormer Schlag für die Arme gewesen sein. Ja, das Gespräch war wirklich mehr als hitzig. Wenn man auf einen Schlag seiner geplanten Zukunft beraubt wird, dies ist nicht leicht zu verkraften. Wie weit ist Highwater Cove von hier entfernt? Es liegt direkt an der Küste, nicht weit von dem Hotel, aus dem Sie mich angerufen haben. Oberhalb des Ortes an der Steilküste. Mir schwant Böses. Was geht Ihnen denn nun schon wieder durch den Kopf? Oh, Mr. Moore, haben Sie vielleicht noch einen Schlüssel für Highwater Cove? Oh, Sie haben Glück. Ich habe tatsächlich noch einen Zweitschlüssel. Ich sollte ihn so lange verwahren, bis Mrs. Porter den Umzug geregelt hat. Nehmen Sie. Vielen Dank. Inspektor, vielleicht haben wir Glück und dieses Cottage ist dem Täter unbekannt. Wenn dem so ist, wo würden Sie dann das belastende Material verstecken, das seine Karriere mit einem Mal beendet? Ganz genau. In dem Cottage, das ich soeben für mich und meinen Geliebten erworben habe. Kommen Sie, wenn das Glück auf unserer Seite ist, finden wir dort, was Corbin im Hotelzimmer zu finden gehofft hat. Sie meinen, das war der Grund, warum er das Zimmer verwüstet hat? Ja, und jetzt dürfen wir keine weitere Zeit verlieren. Auf nach Highwater Cove. Mr. Moore, wir müssen uns nun verabschieden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen.
In einem Punkt hat Mr. Moore wirklich nicht übertrieben. Die Lage dieses Hauses ist wirklich wunderschön. Mhm. Hier kann man es sicher aushalten. Zugegeben, die Aussicht ist wirklich atemberaubend. Vergessen wir aber nicht, warum wir hier sind. Es gilt, einen eiskalten Mörder zu fassen. Beginnen wir gleich mit der Suche. So, dann wollen wir mal sehen, ob uns Mr. Moore die korrekten Schlüssel in die Hand gegeben hat. Er passt. Darf ich bitten? Ich bin überrascht. Das Haus ist möbliert. Sagte Moore nicht, Mrs. Porter sei noch nicht eingezogen? Vielleicht hat sie es so erworben. Es erschwert allerdings die Suche. Fangen wir einfach an. Ich durchsuche das Erdgeschoss. Sie übernehmen am besten den ersten Stock. Einverstanden. Zwei Türen. Mal sehen. Ein leeres Badezimmer. Nein, hier finden wir sicherlich nicht, was wir suchen. Dann wollen wir mal sehen, was sich hinter der anderen Tür verbirgt. Ah, das scheint das Arbeitszimmer zu sein. Überall hängen Zeitungsausschnitte und Seiten aus Illustrierten. Der Schreibtisch und die Schubladen sind alle leer. Wo könnte man sonst noch Unterlagen verstecken? Natürlich, hinter dem Rahmen dieses Filmplakates dort. So, das hätten wir. Und was haben wir denn hier? Auf der Rückseite klebt ein großer, prall gefüllter Briefumschlag. Inspektor Brewster, kommen Sie. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Was gibt es? Sehen Sie diesen Briefumschlag? Er war hinter dem Plakat versteckt. Schauen wir hinein. Dann wollen wir mal sehen. Und was ist drin? Holla, da hat sich aber jemand Arbeit gemacht. Das ist ein richtiges Dossier, so wie es aussieht. Fotos, Kopien von Akten etc. Und alle haben den gleichen Inhalt. Sie beweisen, dass Will und Frank Corbin über Jahre ihr Amt missbraucht haben, um zu vertuschen, zu erpressen und selbst Verbrechen zu begehen. Die beiden Polizisten sollen für eine derartige Vielzahl an Verbrechen verantwortlich sein. Dieses Dokument lässt keinen anderen Schluss zu. Hier wird eindeutig belegt, wie Beweise vernichtet wurden, Menschen erpresst wurden und Dinge aus der Asservatenkammer zu Geld gemacht wurden. Die beiden haben wirklich enorme kriminelle Energie. Das muss man ihnen lassen. Und die langjährige Geliebte von Will Corbin hat all die Verbrechen feinsäuberlich dokumentiert. Kein Wunder, dass sie die beiden in der Hand hat. Damit wird Hass allein als Motiv unwahrscheinlich. Diese Unterlagen bringen die beiden sauberen Herren für lange Zeit hinter Gitter. Da will ich Ihnen nicht widersprechen. Allerdings können wir Ihnen damit immer noch nicht Ihr letztes und abscheulichstes Verbrechen, den Mord an Grace Porter, nachweisen. Da gebe ich Ihnen recht. Ich sehe im Augenblick keine Möglichkeit, wie wir Sie des Mordes überführen können. Vielleicht doch. Hm? Wir greifen zu einer List. Wir locken die beiden hierher. Aber wie? Dafür benötigen wir die Hilfe von Mr. Moore und ein Telefon. Unten im Salon stand eins. Dann wollen wir den Köder auslegen. Kommen Sie. Seaside Immobilien? Mr. Moore, hier ist noch einmal Mrs. Rutherford. Wir brauchen noch einmal Ihre Hilfe. Gerne, wenn ich Ihnen helfen kann. Ich werde Ihnen am Ende unseres Gesprächs eine Telefonnummer geben, die ich Sie bitte, am heutigen Abend noch zu wählen. Sie verlangen nach einem Mr. Corbin. Gut, das ist sicher kein Problem. Was soll ich Mr. Corbin erzählen? Erzählen Sie ihm, dass Mrs. Porter Highwater Cove erworben hat und sie gebeten habe, dort einen Umschlag zu deponieren, falls sie sich über mehrere Tage nicht bei Ihnen melden würde. Diesem Wunsch seien Sie nachgekommen. Das ist alles gut und schön, aber warum sollte ich das alles diesem Corbin erzählen? Ich sehe da keinen Zusammenhang. Oh, der ergibt sich ganz schnell, wenn Sie ihm sagen, dass Mrs. Porter ihn in den Kaufvertrag als Begünstigten hat eintragen lassen. In dem Fall, dass das Haus verkauft würde.
Damit werden Sie sofort seine Aufmerksamkeit erhalten. Ja, und dann? Wie geht es dann weiter? Sie händigen Mr. Corbin morgen früh den Ersatzschlüssel aus, den wir Ihnen noch heute bringen werden. Gut, einverstanden. Aber... Um alles andere kümmern wir uns. Ich gebe Ihnen nun die Nummer. 294... Hoffentlich funktioniert der Plan auch und die Korbenbrüder gehen uns auf den Leim. Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Die werden kommen. Allein das nicht vorhandene Kuvert sollte reichen. Ich hoffe nur, Sie haben gestern Abend Ihre Dienstwaffe aus Ihrem Hotelzimmer geholt. Ja, habe ich. Wie Sie es mir aufgetragen haben. Hören Sie, da kommt jemand. Es geht los. Nun keinen Mucks mehr, bis wir die beiden überrumpelt haben. Gut, zurück in unsere Verstecke. Nicht schlecht, die Hütte. Du hast nichts davon gewusst, dass Grace ein Haus gekauft hat? Wohl kaum. Wären wir ja wohl schon eher hier gewesen. Was bist du denn so schlecht gelaunt? Das Haus hier ist ein Vermögen wert. Und Grace hat dir noch den Gefallen getan, es auf deinen Namen mit eintragen zu lassen. Ja, ja, ich kann mich erst wieder entspannen, wenn wir diesen Umschlag gefunden haben. Hör mal, denk mal scharf nach, wegen wem wir überhaupt hier sind. Hättest du dich besser im Griff gehabt, wären wir gar nicht hier. Ist ja gut, lass uns endlich reingehen. Hm, nicht schlecht. Geschmack hatte sie wirklich. Komm, lass uns diesen Umschlag suchen. Dieser Moor sagte, er habe ihn auf den Küchentisch gelegt. Da ist aber keiner. Dann sehen wir in der Stube nach. Kann er nicht einfach verschwunden sein. Auch nicht, oh verdammt! Er muss hier doch irgendwo sein. Sehen wir uns ein bisschen um. Ach, hätte ich doch noch ein wenig gewartet, bevor ich die Alte ins Meer geworfen habe. Dann hätte sie mir sicherlich hiervon erzählt. Die Einsicht kommt leider zu spät. Außerdem rate ich dir dazu, beim nächsten Mal besser auf deine Umwelt zu achten. Dann wäre dir dieser Bulle auf Urlaub sicher aufgefallen. Konnte ja keiner ahnen. Sei froh, dass wir Polizisten sind. Ansonsten hätte ich diesen Brewster nicht so einfach aus den Ermittlungen raushalten können. Und nun fang an zu suchen. Ist ja schon gut. Ich glaube, wir haben genug gehört. Allerdings, sie haben den Mord sogar gestanden. So, meine Herren, das Spiel ist aus. Nehmen Sie die Hände hoch. Ach, verdammt! Wie? Hier, legen Sie sich die an. Einen Teufel werde ich. Den schnapp ich mir. Hier, halten Sie den Revolver, Miss Rutherford. Ich empfehle Ihnen, keine Tricks zu versuchen. Ich kann mit einem Revolver umgehen. Legen Sie sich die Handschellen an und setzen Sie sich aufs Sofa. Corbin, das hat doch keinen Sinn. Bleiben Sie stehen. Sie können ja doch nirgendwo hin. Sie haben alles kaputt gemacht. Wenn Sie nicht gewesen wären, wäre alles noch in bester Ordnung. Von Ihnen lasse ich mich sicherlich nicht verhaften. Corbin, passen Sie auf, wo Sie hinlaufen. Der Boden ist hier schlüpfrig und es geht hier... Steil hinab ins Meer. Tja, das nenne ich Ironie des Schicksals. Jetzt hat er den gleichen Tod gefunden wie sein Opfer. Und? Haben Sie ihn erwischen können? Wo ist mein Bruder? Er ist bei seiner Flucht über die Klippen gestürzt. Das glaube ich Ihnen nicht. Sie haben ihn hinab ins Meer gestoßen. Wohl kaum. Dafür sind ja eher die Mitglieder Ihrer Familie bekannt. Ich schlage vor, Sie beruhigen sich nun ein wenig und kläre mit uns die letzten Details, während Miss Rutherford die Kollegen informiert. Wird gemacht. Hier, nehmen Sie den Revolver. Ich rufe die Polizei. Sie haben ihn umgebracht! Nein, wozu auch? Mein Anliegen war es, ihm den Richter vorzuführen. Zumindest mit Ihnen ist mir das ja gelungen. Und nun beantworten Sie mir meine Fragen. Ach gut, also schön. Ist ja eh alles zu spät. Was wollen Sie wissen? Wie lange missbrauchen Sie bereits Ihr Amt für Ihre kriminellen Geschäfte? Ein Datum kann ich Ihnen nicht nennen. Es sind aber bereits einige Jahre. Die Polizei ist unterwegs. Sehr gut. Wussten Sie, dass Grace Porter ihre Machenschaften dokumentiert hat? Wir hatten keine Ahnung, bis Grace im Streit mit Will diese Andeutung machte. Dieser Vollidiot, warum musste er sie denn gleich umbringen? Ja, sie schienen mir die ganze Zeit der Besonnenere von ihnen beiden gewesen zu sein. Daher gehe ich davon aus,
Will hat auch die Bremsen unseres Wagens manipuliert. Ja, Will handelte oft einfach aus dem Bauch heraus, ohne nachzudenken. Das hat uns schon oft in Schwierigkeiten gebracht. Als Sie mit Janice gesprochen haben, ist er durch den Hinterausgang raus und hat sich an den Bremsleitungen zu schaffen gemacht. Und Sie haben sich alle Mühe gegeben, die Sabotage wie technisches Versagen aussehen zu lassen. Davon einmal ganz abgesehen, dass Sie alles in Ihrer Macht Stehende getan haben, um Inspektor Brewster aus den Ermittlungen herauszuhalten. Ach, was soll's. Ja, so ist es gewesen. Bleibt letztlich nur eine Frage zu klären. Was war der Anlass für den Streit zwischen Grace und ihrem Bruder? Grace wollte, dass Will Janice verlässt und mit ihr ein neues Leben beginnt. Doch Will ging das zu weit. Er fürchtete um seinen Ruf im Ort. Und außerdem hat er Grace wohl schon längere Zeit nicht mehr geliebt. Dass er allerdings so in Rage gerät, dass er sie ermordet, hätte ich nicht vermutet. Und Sie haben nicht mit Inspektor Brewster und meiner Wenigkeit gerechnet, die nicht eher aufgeben, bis ein Fall gelöst ist. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Außer vielleicht, dass ich gedenke, die letzten Tage meiner Kur in Ruhe zu verbringen. Den Rest überlasse ich gern meinen örtlichen Kollegen. Dann wollen wir hoffen, dass Ihr Wunsch in Erfüllung geht.